Interview und Analyse zum zweiten Rennen. Zweite Tagesprüfung, Hauptallee-Lauf mit der Startnummer 4, King Time TUI. Man liest jetzt nicht viel heraus. Ich habe mir sagen lassen, Probelauf in Wels war aber sehr ordentlich. Die Zeit sagte jetzt nicht viel aus. Damals waren ja schwierige Bahnverhältnisse, so wie es heute sind. Und was ich so im Kopf habe, auch sein Lebensdebüt war bei ähnlich schwierigen Verhältnissen. Also der kennt das alles schon zumindest. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Na, glaube ich nicht. Vorteil, ich würde ihn schon ganz gerne auf guter Bahn starten. Ja, es ist, wie es ist. Es ist ein Freiluftsport. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach sehen, wie er läuft. Klasse hat er allemal. Starkes Pferd ist er auch. Ja, wir werden sehen, der erste Lebensstart. Ich bin immer der Meinung, den ersten Lebensstart sollte man eher beobachten, wie Prognosen abgeben. Einen Umstand und eine Information, glaube ich, die für jeden heute interessant ist. Wir haben heute kein Startauto aufgrund dieser schwierigen Verhältnisse. Gerade bei jungen Pferden wahrscheinlich ein Nachteil. Wie ist das im Handling? Ein großer Nachteil, natürlich. Er hat ja schon die eine oder andere Startphase mitgemacht mit dem Auto und dadurch warten die Pferde natürlich auch auf die Beschleunigung. Und da sind die älteren Pferde, aber das sind sie sowieso, immer bevorzugt, weil die dieses Prozedere schon öfter mitgemacht haben. Aber völlig egal, Pferd muss glatt gehen, Pferd muss eine gute Leistung bringen und irgendwo mit dabei sein, dann sind wir zufrieden, er wird seinen Weg machen. Zweite Tagesprüfung, Prater Hauptallee Lauf. Ich glaube, da wären die Verhältnisse heute wahrscheinlich besser. Aber Lady Alone, zweite Startreihe, das Rennen geöffnet wurde, hätte aber sowieso zweite Reihe gehabt, weil sie gewinnreichste ist. Ja. Macht jetzt, glaube ich, keinen Unterschied. Bei den Verhältnissen in einem Meidenrennen vielleicht sogar weiter außen, wenn man schon zwei, drei weiter außen wegzufahren, vielleicht sogar einen Tick besser, weil man besser schauen kann in der Startphase, was vor einem passiert? Ja, sie ist eigentlich ein ganz zartes Pferd und für so schwere Bodenverhältnisse ist für sie auch nicht so leicht. Aber es kann schon sein, dass die äußere Nummer und da hinten, dass das besser ist, als wie die innersten Spuren. Vor allem, sie hat ja doch schon gegenüber den meisten Konkurrenten einige Erfahrung, kann ihr möglicherweise auch helfen. Ja, sie läuft sehr brav. Letztes Mal war es Dritter gegen zwei bessere Pferde, 17-1 gelaufen. Pferd ist in Ordnung, ist verlässlich. Und ich glaube, wenn alles halbwegs passt, kann wieder Ähnliches passieren heute. Christoph Fischer, dein Auftakt in den Renntag zum Start der Super 76 WC im zweiten Rennen mit Macchia und glaube ich, habe es verschrien das letzte Mal, dass er vielleicht unter den Pferden dann einen Fehler macht. War das der Grund auch, warum er in der Anfangsphase gestrauchelt ist? Ja, natürlich. Das war ihm dann alles ein bisschen zu viel Wirbel rundherum und noch sehr unroutiniert. Und ja, kann man ihm verzeihen, muss man ihm verzeihen. Das Laufen nachher war gut, da habe ich ruhig gearbeitet. Und heute werden wir vor der Eisen abnehmen, dann wird er mit seinem Laufen noch ein bisschen besser zusammenkommen. Und dann hoffen wir, dass er treu läuft und dann wird er vorne mitmischen. Ja, eine andere Schwierigkeit besteht ja heute auch noch. Rennen, wenn ohne Startauto gefahren, somit wie ist er im Handling generell so in der Anfahr- oder Startphase? Sehr brav, sehr ordentlich, also ist überhaupt kein Problem. Er wird nicht heftig, er will dann schon gehen, wenn die anderen Pferde kommen, aber alles unter Kontrolle. Das heißt, für ihn, im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen, egal, mehr oder weniger. Ja, würde ich so sagen. Also mit der Unroutiniertheit, was er noch hat, glaube ich, weiß jetzt noch nicht ganz so richtig, um was es geht am Start. Und deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem darin. Carsten Milek, Start in den Renntag, zweite Tagesprüfung mit einer Außenseiterin, die mir aber ehrlich zu sein, auch wenn sie jetzt null Geldgewinn hat und mittlerweile auch schon 7 Starts, die letzten Rennen aber gar nicht so schlecht gefallen hat, wie du Sechster warst, ist sie zum Schluss noch sehr schnell geworden. Ja, ist richtig. Also ich bin nur auf Sicherheit gefahren, wollte nur Trab fahren und mir hat sie eigentlich auch ganz gut gefallen. Und was glaubst du, ist möglich, wenn man vielleicht mit ihr mehr riskieren kann? Das letzte Mal
was ich so im Kopf habe, irritiert worden mit Christoph Fischer. Ich glaube, das ist, es darf bei ihr nichts in die Quere kommen. Das ist schon noch, glaube ich, ihr Manko. Ja, ich glaube, sie wird heute auch ein bisschen anders hergerichtet, einen anderen Zaum. Vielleicht wird der Renntag heute ohne Auto gestartet oder die Rennen heute ohne Auto gestartet. Wäre für sie, denke ich, auch ein kleiner Vorteil. Und dann kann sie schon ein kleines Geld erwischen.